definitiv hier die Pole Position. Endlich gibt es wieder Bewegung in der Beamer-Preiskategorie unter 2000 Euro, genau genommen sogar knapp unter 1800 Euro. Der UHD 3500 von Optoma ist ein heißer Anwärter auf die Pole Position in dieser Kategorie und den schauen wir uns heute ganz genau an. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Und wie im Intro schon erwähnt, haben wir hier den neuen Optoma UHD 3500, 4K HDR und auch 3D-fähigen Projektor bei uns, neu im Sortiment. Und den möchten wir uns heute mal ganz genau anschauen. Wer sich auch schon ein wenig auskennt, auch mit vergangenen Projektoren, die wir vorgestellt haben, da will ich mal erwähnen, dass das tatsächlich der Nachfolger vom sehr erfolgreichen UHD 3200 sein könnte, beziehungsweise auch der kleine Bruder vom aktuell besten Beamer unter 3000 Euro, dem UHZ 2000, ist. Und dieses Gerät hier ist eben mit einer herkömmlichen Lampe ausgestattet, die natürlich mit den üblichen sehr langen Lebensdauern daherkommt, aber eben schon mit richtig, richtig coolen Features und einer mega Bildqualität. Und wir geben euch mal hier einen kleinen Überblick über die aktuellen technischen Details, über die wichtigsten zumindest. Denn wir haben hier 3600 Lumen, eine Farbraumabdeckung vom Kinofarbraum, vom DCI-Farbraum in Höhe von 97%. Das ist mal wirklich eine richtige Ansage. Wir haben ein Kontrastverhältnis von 1,4 Millionen zu 1, also wirklich richtig Punch im Bild. Wir haben eine Zwischenbildberechnung und auch ein wirklich leises Gerät mit 26 Dezibel im Eco-Modus. Und das machen wir uns natürlich zunutze mit der Heimkinoraum-Edition, mit unseren Bildeinstellungen. Holen wir im niedrigen Lampenmodus, wo er halt schön leise läuft, alles aus dem Gerät raus. Für Gamer auch sehr, sehr interessant, finde ich. Natürlich, wir haben hier 16 Millisekunden bei 4K-Zuspielung. Und wir haben sage und schreibe 4 Millisekunden bei Full-HD-Zuspielung und 240 Hertz. Also an alle Gamer, das Gerät kann 120 Hertz bei Full-HD und auch 240 Hertz bei Full-HD. Und da hat man einfach einen extrem niedrigen Input-Lag. 4 Millisekunden habe ich wirklich noch nie gehört. Das ist schon fast gefühlt ein Alleinstellungsmerkmal. Macht also mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß zum Zocken. Genau, wir haben hier vorne ein manuelles Objektiv, da kann man also den Fokus hier einfach manuell nachstellen. Auf der Oberseite befindet sich eben das Rädchen, um den Lensshift einzustellen, sprich das Objektiv wandert ein bisschen vertikal, um eben das Bild auszurichten, ohne eine Trapezkorrektur etc. Wir können hier vorne auch den Zoom einstellen, um eben die Bildbreite eben auszurichten. Und auf der Rückseite befinden sich die gängigen Anschlüsse für einen solchen Projektor. Da haben wir einen USB-Eingang, ein VGA, für was auch immer man das noch braucht. USB 2 haben wir auch nochmal, beziehungsweise insgesamt drei USB-Eingänge. Ein RJ45-Anschluss für ein LAN-Kabel, sprich hier können wir auch mit etwas Smart Features streamen. Ich empfehle natürlich immer hier ein Apple TV oder einen Stick anzuschließen für die vollumfänglichen Smart Features. Und dann haben wir eben zwei HDMI-Eingänge. Das sind HDMI 2.0-Eingänge mit dem HDCP-Kopierschutz und 4K 60 Hertz. Und 4K 60 Hertz ist das Maximum, was da durchgeht. Genau, mal zwei. Das war's eigentlich. Trotzdem hier nochmal SPDIF, sprich einen optischen digitalen Ausgang für Audiosignale, ein 12-Volt-Trigger-Out, da könnt ihr zum Beispiel eine Leinwand ausfahren lassen, wenn ihr das verkabeln möchtet, und ein Audio-Eingang, Audio-Ausgang, analog, Stereo 2.0, würde ich nicht empfehlen zu nutzen, weil ihr euch da ja limitiert im Audiosignal. Aber er hat es trotzdem für den einen oder anderen halt doch mal praktisch. Und ich denke, das Gerät sollten wir uns jetzt mal im Praxistest, im Bildtest ganz genau anschauen, um zu sehen, was er wirklich leistet. Wir gehen zum Praxischeck über, haben den Projektor aufgebaut und hier mal die Festtagsbeleuchtung angeschaltet.
Der Projektor wird jetzt also betrieben hier im Wohnzimmer mit sogar einer Beleuchtung an der Decke. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. 3600 Lumen haben wir ja hier wirklich verbaut und die machen wir uns natürlich auch zunutze. 266 cm Bildbreite, 120 Zoll Leinwand im Betrieb, also schon wirklich ordentlich groß. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Der ein oder andere kennt sich vielleicht auch aus. Das ist hier natürlich eine VNX Black Horizon Bright TV Tageslicht Hochkontrastleinwand. Die unterstützt den Projektor hier also bei diesen schweren Bedingungen immer noch eine tolle Projektion eben auf die Leinwand zu bringen. Und diese Kombination ist natürlich nach wie vor, egal welchen Projektor man im Einsatz hat, einfach wirklich richtig gut. Und ja, lassen wir uns das mal auf uns wirken. Wir haben hier auch die Zwischenbildberechnung aktiviert, sprich die Heimkinoraum-Edition ist eingepflegt in dem Gerät. Das bedeutet, wir versuchen für möglichst alle Szenarien tagsüber Fernsehen schauen, Kinofilme gucken, 4K HDR-Inhalte, Gaming, die besten Einstellungen für euch zu finden und setzen die das in das Gerät schon mal für euch ein, legen euch das auch in Form eines Dokuments bei, sodass ihr seht, was haben wir bei dem Gerät eingestellt. Das ist also bei uns Standard, dass ihr die Geräte von uns optimiert ausgeliefert bekommt und auch natürlich überprüft bekommt, sodass ihr immer ein einwandfreies Gerät von uns erhaltet. Das ist die Heimkinoraum-Edition und die holt hier nochmal alles aus dem Gerät raus. Ich würde meinen, lasst uns rübersehen zum Kinocheck, alles mal abdunkeln und zu schauen, was hier wirklich noch unter der Haube steckt. Wir befinden uns jetzt im 4K HDR Filmbetrieb, gucken uns also an, was der Projektor hier maximal an Performance eben leisten kann. Und das kann sich definitiv sehen lassen. Wir bekommen hier also ein wunderbar plastisches Bild. Weiterhin machen wir uns diese maximale Helligkeit definitiv zunutze, um erst recht bei HDR diese Helligkeitsspitzen rausarbeiten zu können. Und hinsichtlich Bildschärfe ist hier auch alles wirklich gegeben. Der Projektor verfügt über eine hervorragende Zwischenbildberechnung. Bedeutet also, so gut wie keine Artefakte, Probleme, die hier auftreten. Im Gegenteil, also wir haben einfach ein flüssiges, scharfes Bild, als wäre das so gedreht worden. Finde ich immer ganz wichtig. Die Zwischenbildberechnung muss einfach was taugen, sonst kann man sie nicht nutzen. Und diese Zwischenbildberechnung, die taugt auf jeden Fall. Farbeinstellungen finde ich super. Natürlich Heimkinoraum-Edition, da legen wir Wert drauf. Wir wollen hier ein authentisches Bild haben. Bedeutet keine überzogenen Bonbonfarben, sondern authentisch wie nur möglich, aber trotzdem plastisch und schön gesättigt. Valerian sehen wir uns hier an. Der Film bietet auch einfach eine tolle Atmosphäre und ein richtig schönes Ambiente. Viele, viele Farben, die hier zum Einsatz kommen. Es macht halt einfach nur Spaß, sich das anzusehen. Und der UHD 3500 ist auch in der Kategorie Heimkinobeamer eben hier an vorderster Front mit dabei. Bei einem waschechten Beamer-Check darf natürlich eins nicht fehlen, und zwar eine Star-Wars-Szene, um hier auch maximalen Schwarzwert eben begutachten zu können. Und das tun wir hier an der Stelle. Wir schalten mal die Beleuchtung aus, damit wir das auch wirklich richtig authentisch zeigen können. Und auf der Black Horizon Bright TV, die uns im Schwarzwert nochmal unterstützt, kann sich das Ergebnis natürlich deutlich sehen lassen. Also immer eine Empfehlung, so eine Hochkontrastleinwand mit einzusetzen. Aber davon abgesehen leistet der Projektor hier wirklich einiges. Und in der Preisklasse kann man sich soweit nicht mehr wünschen. Das macht einfach richtig Spaß. Und wir können hier den Film einwandfrei genießen. Auch bei ganz dunklen Szenen arbeitet er hier toll die Details raus, wir haben eine schöne Durchzeichnung und eben weiterhin mit dieser Helligkeit gepaart einfach einen tollen Inbildkontrast. Mit dem UHD 3500 hat Optoma endlich Bewegung in diese heiß begehrte Kategorie gebracht, Projektor für unter 2000 Euro und aus meiner Sicht
womöglich sogar hier das beste Gerät am Start. Definitiv hier die Pole Position. Überzeugt euch live davon, macht einen Termin beim Heimkinoraum vor Ort, lasst euch am Telefon beraten oder ihr könnt das Gerät natürlich auch einfach im Online-Shop kaufen und euch zuschicken lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.